Hey ho, liebe Waifusnas, Ben aus dem Isomanga, ich grüße euch. Ja, herzlich willkommen zu Eure Schätze Nummer 2. Wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, und glaubt mir, er lohnt sich, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, werde ich das Ganze unten in die Videobeschreibung reinpacken und dann dürft ihr gucken. Aber auf jeden Fall, jetzt tun wir erstmal den zweiten Part abhandeln und holy Macaroni kann ich dazu nur sagen. Ich habe ganze 37 Bilder hier. Es ist wie folgt. Ja, ich habe Mist gebaut. Und zwar folgendermaßen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mich nicht richtig, ja, ausgedrückt habe. Und ja, dass viele von euch tatsächlich kein Facebook und Twitter nutzen, daran dachte ich gar nicht so wirklich. Wäre schön, dass wenn ihr Facebook oder Twitter nutzt, dass ihr mir followt oder liked oder was auch immer, irgendwie verfolgt halt, weil manchmal gibt es halt solche, naja, relativ wichtigen Infos da, weil ich ehrlich gesagt nicht für jeden Kram ein Video machen will, weil das Facebook und Twitter, da kann man mal schnell was reinschreiben und da muss man nicht extra ein Video drauf machen, auch wenn es nur kurze Tonaufnahme ist und ein Bild dazu. Aber so rein vom Aufwand her gibt es oftmals so Momente im Leben, wo es einfach schneller ist, auf Twitter was zu schreiben oder auf Facebook. Sorry, falls das manche nicht bekommen haben. Ja, ich habe geschrieben irgendwie, dass eigentlich am 17. das Ganze rum ist, aber es haben danach immer noch heute noch am 18. haben es immer noch Leute mir Bilder zugeschickt und ja, ich habe mit manchen schon geredet, habe eigentlich gesagt, dass die Bilder dann erst im nächsten halben Jahr dann dran kommen. Moment. So, Räusper, Räusper oder Hust, Hust, besser gesagt. Ja, aber ich habe sie jetzt doch mit reingenommen. Freut euch, fühlt euch geehrt und ich habe mir gedacht, ja, mein Gott, ich nehme es halt einfach nochmal auf. Was soll der Geiz? Ich habe mir die Aufnahme auch nochmal angehört und fand sie eh nicht so gut. Deswegen rede ich jetzt einfach nochmal drüber. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Nein, ernsthaft. Ich werde es jetzt einfach so machen und ja, viel Spaß damit. Eure Schätze Nummer 2 und wir legen direkt los mit diesem Bild: The Cockpit von Leiji Matsumoto. Der Typ, der auch, ja, ich glaube, ich wirklich Mangaka ist oder war. Moment. Ja, ich glaube, er existiert nicht mehr. Ich glaube, er ist schon. Aber bevor ich ihn jetzt totrede, sage ich einfach gar nichts. Er ist auf jeden Fall ein Mangaka. Und der hat unter anderem Captain Harlock erfunden. Und Galaxy Express. Boah, ich glaube, irgendwas mit ganz vielen Sechsern oder Neunern. Irgendwie sowas. Und die Königin der 1000 Jahre oder sowas hieß es auf Deutsch. Ich habe das ehrlich gesagt nie gesehen. Ich bin bis heute ein bisschen traurig darüber, dass ich diese Serie nie gesehen habe. Aber ja, da war ich wohl einfach noch zu jung oder gar nicht vorhanden, als diese Serie im Kinderprogramm in Anführungsstrichen rauskam. Die konnte ich leider nie sehen. Ich glaube auch zu meiner Zeit, wo ich dann wirklich Anime im Fernsehen geschaut habe, da kam das sowieso nicht mehr. Ich glaube, dann ging es halt wirklich los mit Pokémon und dem ganzen Kram. Nun gut, egal. The Cockpit. The Cockpit, ich kann darüber jetzt nicht viel sagen, aber es ist definitiv derjenige, der mir das geschickt hat. Dein Schatz. Ich weiß, wer es mir geschickt hat, aber ich sage es nicht. Das war auch sowas. Ich habe eine E-Mail gekriegt, so von wegen, oh, du siehst ja jetzt meinen ganzen Namen, bitte erwähne nur meinen Vornamen. Ich werde es einfach so machen, ich erwähne einfach gar keinen Namen. Da sind, glaube ich, alle glücklich drüber. Ja, ihr wisst Bescheid, ihr wisst, ihr habt mir das Bild geschickt. Und ja, bla bla, ich werde bla bla drüber machen. The Cockpit habe ich noch nicht gesehen, aber es ist dein Schatz. Und es sieht sehr, sehr nach dem Matsumoto-Style aus. Wie auch, nee, das nicht. Aber jetzt haben wir hier drei DVDs von. Moment, das sind nur DVDs, oder? Oder sind es Blu. Nein, es sind DVDs. Entschuldigung, Blu-rays sehen ganz anders aus. Das kommt daher, dass ich einfach keine Blu-rays habe. Da vergesse ich schon wieder, wie die aussehen. Space Adventure Cobra. Es sieht aus wie eine. So dieses typische. Also irgendwie sieht es aus wie eine Mischung aus. Naja, Cool Dude, so à la Indiana Jones. Und Star Wars Anleihen. Ich glaube, die Olle auf dem dritten Cover hat ein Laserschwert, oder? Auch sehr amerikanisiert gemacht, das Ganze. Ich glaube, das liegt auch daran, einfach um zu zeigen, ich glaube, so Japan-Gedöns, das zieht bei uns nicht so. Aber eigentlich ist es ganz geil. Also machen wir eine
amerikanisierte DVD-Fassung draus, damit die Leute es auch trotzdem kaufen. Ne? Ist ja Zeichentrick. Und ja, in the Space Adventure Cobra in the entire universe. The most wanted man in the entire universe. Ja, das klingt so ein bisschen nach Kopfgeldjäger-Gedöns. Auf jeden Fall sieht es schon nach einem etwas älteren Anime aus. Das kann man, glaube ich, mal so sagen. Und ja, das erste sieht nach einer DVD-Collection aus und die anderen zwei sehen so ein bisschen nach der Einzelfassung aus. Hat derjenige das dann doppelt oder ich, keine Ahnung, ich kenne mich da zu wenig aus. So, weiter geht's mit. Also, Entschuldigung, ich habe da echt. Also, ich lese, egal, jedes Mal, wenn ich es angucke, ich lese da einfach 6. SEX, das lese ich hier. Genau. My Youth in Arcadia Endless Orbit 6. Das steht hier. Guckt, lest euch das durch. Das steht hier. My Youth in Arcadia Endless Orbit 6. Genau. Ja. Es ist aber kein Hentai tatsächlich. Es ist auch wieder was von Leiji Matsumoto, was man auch unschwer erkennen kann. Und ja, es sieht nach Harlock aus. Einer von den vielen Harlocks. Und auch wieder hier, ne, Piraten aussehen, dann diese Wunde im Gesicht. Und unten haben wir. Ich kenne mich in dem Universum leider viel zu wenig aus, aber die Dame unten mit den blonden Haaren, ist es diese Piratenkönigin? Dessen Namen ich jetzt gerade nicht im Kopf habe. Aber es sieht irgendwie danach aus. Die hat auch so ein piratenähnliches Gewand, hat auch eine Narbe. Im zweiten Cover sieht man das auf der Seite. Oder ist das ein anderer Charakter? Ich kenne mich da zu wenig aus. Auf jeden Fall, das ist immer wieder schön zu sehen, diese alten DVDs, beziehungsweise diese alten Serien. Immer wieder interessant. Dann haben wir eine relativ unspektakuläre Cover-Edition hier von Star Blazers. Sieht ein bisschen aus wie die Yamato, gell, oder? Ist, glaube ich, auch von Leiji Matsumoto, oder? Dieses, ja, also quasi wie Star Trek, wie so ein Raumschiff Enterprise oder sonst was. Irgend so halt so ein Schiff halt. So ein Raumschiff, im wahrsten Sinne des Wortes. Schiff, man sieht es ja auch. Das Besatzung hat und Abenteuer erlebt und so. Das sieht ein bisschen nach der Yamato aus, aber ich kenne die Yamato auch nur so vom Sehen. Deswegen, ja, ich werde da sowieso auseinandergerissen, weil ich viel zu wenig Ahnung habe in der Materie. Da gibt es ja ganz, ganz viele krasse Fans. Okay, machen wir mal weiter. Was haben wir denn noch? Weil ich habe, wie gesagt, 37 Bilder. Muss ich mich vielleicht ein bisschen mehr beeilen ansonsten. So, dann haben wir The Irresponsible Captain Tyler oder Taylor. Ja, das Taylor Project. Da wollte ich auch unbedingt mal die Anime-DVD damals kaufen. Tatsächlich. Ich habe damals einen alten Anime-Film oder eine Serie geschaut und da war auf der DVD, ich weiß nicht mehr welches, da war auf der DVD war so ein Trailer drauf und dieser Trailer. Der hat unter anderem eben halt der Irresponsible Captain Tyler gezeigt. Das war so eine Mischung aus Science Fiction und Comedy. Ich fand das so lustig und das sah so cool aus und cool gemacht. Und ich kann mich noch an irgendwas erinnern, so von wegen, dass der durch so eine Science Fiction-Stadt mit einem Staubsauger oder so geflogen ist. Es kann jetzt auch sein, dass es falsch war. Es kann auch eine Rakete sein oder sowas. Aber irgend sowas habe ich noch in Erinnerung. Auf jeden Fall total urig und auch das hier ist mal sowas, wo ich sage, okay, das will ich auf jeden Fall auch mal in meiner Sammlung sehen. Weil wollte ich schon ewig lang angucken und bin irgendwie nie dazu gekommen. So. So viel dazu zu dieser Story. Dann, sehr schön. Guns with Cats. They are beautiful, they are gold and they are bulletproof. Steht da echt Gold oder steht da Good? Bold. Ach so, they're bold. Bold, oder? Nicht Gold. Bold. Das passt schon eher. Ich dachte gerade, warum? Die sind doch gar nicht golden. Ja, Guns with Cats. Also, das muss ich dazu erwähnen. Damals waren Verfolgungsjagden noch was richtig Cineastisches, was richtig Geiles. Heute, wenn man die sieht, denkt man so, oh, gehört dazu, ne? Haut einem nicht mehr so vom Hocker, so. Aber damals waren Autoverfolgungsjagden noch richtig was Geiles. Und ich kann mich an eine Szene in der OVA, ich glaube, es war eine OVA, oder war es eine TV-Serie? Schwierig das. Ich glaube, ich habe aber nur OVA gesehen. Bin mir unsicher, ehrlich gesagt. Ist auch schon sehr lange her. Aber Guns with Cats habe ich damals angeguckt und das war so geil, weil da gibt es ich glaube, in der ersten Folge sogar eine Verfolgungsjagd auf dem Highway.
Alter, das war für damalige Verhältnisse so gut gemacht. Oh, und das kann man sich heute noch angucken. Das ist richtig schön, wirklich schön gemacht, wie in einem Film, bloß halt als Zeichentrick. Das sah richtig nice aus. Und ja, Guns with Cats ist super. Der Manga ist toll. Da müsste ich auch mal eine Review drüber machen. Das kennen auch viel zu wenige, meiner Meinung nach. Mal überlegen. Auf jeden Fall auch sehr schön. So, ich glaube, das war die komplett dieselbe Person bisher jetzt. Jetzt haben wir eine andere Person mit einer Figur. Mal eine Figur. Und zwar die Ultimate Madoka. Ja, ich meine, ich glaube, selbst wenn man Madoka jetzt nicht kennt, kennt man die Ultimate Madoka. Die ist ziemlich bekannt. Also zumindest kenne ich die Figur. Und ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Wahrscheinlich irgend so ein Superpower von Madoka, was der Name schon irgendwie sagt. Ich habe Madoka immer noch nicht zu Ende geschaut. Irgendwie, es tut mir leid, aber irgendwie reizt mich der Anime so gar nicht. Ich versuche es jedes Mal, aber es packt mich einfach nicht. Ich finde die Charaktere auch nicht so interessant und steinigt und köpft mich von mir aus, aber ich hab da einfach echt keinen Elan dazu. Aber ich respektiere die unglaublich große Fanbase, die ja schon teilweise richtig geniale Artworks und was weiß ich. Und auch die Figuren sind ja alle nice und also wirklich toll. Das ist eine sehr, sehr schöne Fanbase eigentlich. Und der Flo steht ja auch total drauf. Die Figur sieht auch richtig nice aus, richtig schön edel und so. Und dann haben wir nebendran Growlancer. Von dem Zeichner, also von dem der Charakterdesigner ist der Satoshi Urashihara, der ja sehr bekannt ist. Zumindest meine ich noch, dass es. Vielleicht in der heutigen Zeit ist er vielleicht nicht mehr ganz so bekannt, aber damals so in den 90ern war der schon recht bekannt. Der hat ja viel rausgebracht, auch in Deutschland, viele Manga rausgebracht. Das war schon eine feine Sache soweit. Ja, und das ist auch so ein Spiel, wo ich gerne mal spielen wollte, schon immer. Allein schon wegen dem Art Design, das sieht einfach toll aus. Nur, das ist keine normale PlayStation 2-Fassung, oder? Die sieht so riesig aus im Vergleich zu, also zur Figur. Das ist eine etwas größere, besondere Verpackung, oder? Deswegen vielleicht auch ein Schatz. Also, ich tue auch immer ein bisschen mit einer gewissen, ich sag mal, Eigenart. Also nicht nur, dass quasi mein Herz an diesem Werk oder dem Design vielleicht liegt, als Schatz sehe, sondern auch so Sachen wie, ja, einfach die Verpackung an sich, die, wenn die schon so toll ist, zum Beispiel, ja. Was haben wir hier noch? Luna. Das ist auch ein alter PlayStation 1. Ist es wirklich Original PlayStation 1 Titel gewesen oder war das eher so ein 16-Bit-Kandidat? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber auf jeden Fall, die PlayStation 1-Fassung soll ja eine tolle, super englische Übersetzung haben. Total liebevoll gemacht und so. Ich habe die Spiele nur ansatzweise mal gesehen in einem Let's Play. Habe es nie ganz durchgeguckt, weil ich immer so die Hoffnung hatte, das irgendwann mal selber zu spielen. Ich tue mir sowieso ein paar JRPG-Klassiker aufheben, dass ich die irgendwann mal besitzen und zocken kann, ohne es irgendwie mal vorher gesehen zu haben. Weil ich schaue ja schon gerne mal ein Let's Play und aber bei manchen sage ich mir dann so, nee, nee, das muss jetzt nicht sein. Da lasse dich jetzt mal nicht spoilern. Ja, Luna soll auf jeden Fall toll sein, soll irgendwie eine Landkarte drin sein und lauter so kleine Gimmicks. Auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr nice. So, schauen wir mal weiter. Das nächste Bild. Ach, das ist der Don. Ich glaube, das ist das einzige Bild, wo eine Person drauf ist. Sehr schön. Finde ich eigentlich schade. Hätte ich gerne öfter irgendwie mal so Gesichter auch dazu zu sehen. Aber nun gut. Das hier ist die Figur, die vielleicht eher weniger kennen. Und zwar, also die meisten kennen Gainax, ja. Und die meisten kennen Gainax unter anderem eben halt von Neon Genesis Evangelion. Was viele nicht wussten, ist, dass sie nicht durch, also Gainax nicht durch Neon Genesis bekannt wurden, sondern durch Otaku no Video. Davon gibt es DVD-Version. Ich glaube, Blu-ray gibt es gar nicht. Und VHS natürlich. Ja, ich glaube, 1985 kommt ganz gut hin, ne? Da kam da Otaku no Video raus? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber was ich weiß auf jeden Fall ist, dass es einer dieser Charaktere ist, die sich die Charaktere in Otaku no Video ausgedacht haben. In Otaku no Video entspricht quasi dem damaligen Zeitpunkt, wo Gainax
wo die drei Leute sind, ich glaube, drei Leute, ja, sich zusammentun und sagen, okay, wir wollen jetzt Anime machen, machen jetzt ein Anime-Studio, so nach dem Motto. Und ihren Werdegang quasi wird in animierter Form erzählt. Das ist ganz nice. Und diese Figur hier ist bestimmt unglaublich krass selten und teuer wahrscheinlich auch noch. Auf jeden Fall ist es dann definitiv ein Schatz. Das ist so viel, kann ich schon mal versprechen. Aber ja, ich würde es nicht in der Box aufheben, egal wie teuer und egal wie. Da bin ich überhaupt nicht der Typ für. Aber es gibt natürlich Leute, die finden das toll und ey, mein Gott, dann, hat auch was. Also finde ich, wenn so eine Wand voll gepflastert ist mit diesen Verpackungen, hat auch was. Fühlt man sich fast ein bisschen wie in einem Shop quasi. Also ist auch nicht verkehrt. Ich sag nur einfach, dass ich die Figuren gern lieber draußen habe. Wie ist es mit euch? Kauft ihr Figuren und lasst die dann in den Verpackungen? So nach dem Motto, jetzt habe ich sie, jetzt steht sie da. Oder packt ihr die aus und stellt sie hin. Also ich will die eher dann hier irgendwie im Raum sehen können. Aber nun gut, wie gesagt, was haben wir hier noch rechts? Oh, ich glaube, das sind Con-Anhänger oder Ausweise und sowas. Nice, nice, nice. Auf dem einen steht, glaube ich, sogar Don Senilo, oder? Alles klar. Guck mich nicht so an. Guck mich nicht so an. Jetzt mache ich weiter. So. Nochmal Don. Das sehe ich jetzt schon. So, hier werde ich aber nur überfliegen, weil das sind so viele und ich will mich nicht ewig an diesen DVD-Bildern aufhalten, weil das sind echt viele. Natürlich sind es deine Schätze, ja. Du lebst ja quasi davon. Es ist sehr vieles, glaube ich, wirklich Englisch. Tatsächlich. Also erstmal großes Neid bei Upote. Das wollte ich schon sehr, sehr lange besitzen und ist jetzt mittlerweile recht teuer geworden. Glaube ich zumindest. Also das letzte Mal, wo ich geguckt habe, fand ich es nicht so günstig. Waiting in the Summer ist auch sowas, was ich noch angucken wollte. Psychic Squad. Ist das Zettaikaren no Children oder wie das heißt? Ist es das? Nur der englische Name dafür? Psychic Squad? Das ist doch im Leben Tag nicht fertig, oder? Das ist doch im Leben Tag nicht fertig. Das hat es nicht irgendwas mit extrem viele Folgen? Höchstens, das sind solche Sammel-Editions, wo gleich mal so 8 DVDs oder so drin sind. Dann könnte hinkommen. Was haben wir hier noch? Dokuro-chan ist natürlich auch sehr geil. Einer meiner absoluten Lieblings-Comedy-Serien. Die sind total abgefuckt, aber super lustig. Was haben wir hier noch? Da ist vieles dabei. Rosen Maiden ist auch interessant. Sasami sagt mir zum Beispiel jetzt gar nichts. Das ist total unbekannt für mich. Okami-san war doch das Ding hier für, wo hier der Charakter aus Toradora. Tiger hieß sie, glaube ich, einfach ein bisschen erwachsener gemacht wurde und ein bisschen dunkler die Haarfarbe und dann einfach einen neuen Charakter draus gemacht, so quasi nach dem Motto, wir reiten jetzt auf dem beliebten Charakter und nutzen einfach dessen Charakterdesign und versuchen dadurch irgendwie bekannter zu werden. Ich glaube, es hat im Internet so ein bisschen so einen Umschwung gebracht, so nach dem Motto, oh, guck mal, Tiger ist erwachsen, so nach dem Motto. Ich glaube, da war was, oder? Ist es dieses Okami-san oder bin ich jetzt völlig falsch? Hat irgendwas mit Magie zu tun gehabt. So, was haben wir denn dann noch? Nadia, die habe ich auch, die Collection, die ist sehr schön. Also zumindest, was heißt ne, sehr schön, aber ja. Ach nee, das ist eine Movie, Entschuldigung. Das ist der Film, sogar auf Deutsch tatsächlich. Nee, dann, nee, du hast nicht das gleiche wie ich. Ich habe die englische Collection dadurch. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr nice. Da würde ich gerne vorbeikommen und mal, keine Ahnung. Mal zusammen Jinro oder Gurren Lagann oder so. Gurren Lagann habe ich noch gar nicht angeguckt. King of Bandit Jing. Da wollte ich mir auch mal den Manga zu kaufen. Auf jeden Fall nice. Dann haben wir noch ein weiteres Regal. Das ist quasi der untere Teil. Das nächste Bild quasi. Dirty Pair. Das sind aber nur die Filme, ne? Verschwörung. Ja, das sind die Filme. Aber irgendwie war das, glaube ich, doch auch so, dass die Filme quasi sowas waren wie größer gemachte Episoden, also irgendeine Episode oder eine gute Episode genommen aus der Serie und dann haben sie quasi einen großen Film draus gemacht. War das nicht so? Ich kann mich jetzt aber auch, ich glaube, ich verwechsel das aber, glaube ich, auch gerade mit einem anderen Anime. Aber Dirty Bear schaue ich zurzeit auch an, also die TV-Serie. Die ist wirklich gut. Die ist wirklich, wirklich gut, wenn man so ein bisschen so auf die Cyberpunk-Science-Fiction-Richtung steht, wie ich es gerne tue. So, was haben wir denn noch hier alles? Wie gesagt, ich will ein bisschen drüber fliegen.
fliegen. Kite Liberator. Das ist auch noch sowas, was ich mir holen würde. Das ist aber schon eine sehr, sehr bittere Geschichte. Oh, ist das Shamanic Princess? Ja, was, wie nice. Die habe ich mir ja auch neulich oder letztes Jahr, sagen wir mal so, geholt. So, okay, gut, Don. Dann verlassen wir deine DVD-Sammlung und gehen in deine Manga-Sammlung. Die ist nämlich auch recht beachtlich. So, was haben wir? Das erste oben links, das würde mich gerne mal interessieren, was das ist. Ist es ein Hentai oder da steht Volume 6, oder? Das ist ein ziemlich dickes Ding. Also, ich weiß es nicht. Ist es ein Buch? Also eine normale, ist es eine Light Novel in dick oder was ist das? Darfst du mir gerne mal schreiben. Dann ist hier oben Last Order, ein paar Figuren. Akira Toriyama rechts auf der Seite, Short Stories, Bloodlet, Genshiken und oh, Dings hier, hier, ne. Ach, sag mir nochmal, wie es heißt. Talisman Himari, auch sehr schön. Dann Sidonia, auch nice. Dann, wenn wir unten links weitergehen, haben wir Biomega, High School of the Dead, Soul Eater, ich glaube komplett, ne? Oder? Ich glaube komplett. Oder hat, nee, 27 ist der letzte Band, oder? Auch da will ich irgendwann mal das Ganze komplettieren. Was hast du denn dann noch? Ganz hast du sogar noch die alten Ganzbänder. Nice. Und da hast du mit den Englischen weitergemacht. Interessiert es dich nicht? Also ich finde, ich bin ehrlich gesagt eigentlich ziemlich, habe ich Bock drauf, aber irgendwie kaufe ich es mir zurzeit nicht. Was daran liegt, weil ich einfach zu viel auf zu vieles Bock habe und mich nicht entscheiden kann. Aber ich glaube, das kennst du auch. So, Nausicaä ist natürlich auch nice. Oh, da hast du die Tokyo Pop Variante von wie heißt nochmal? Dance in the Vampire Bund. Naja. Oh, da darfst du mir auch mal eine Frage beantworten. Ich weiß, ich stelle viel, aber es wäre super, wenn du mir die beantworten würdest. Mardock Scramble, ja, dieser Manga. Ist es ein Manga? Da rechts? Also links von neben der Bioshock-Figur. Ist es ein Manga? Das sieht nämlich schon verdammt dick aus und nice auch irgendwie. Also, wenn das ein Manga ist, dann würde ich es feiern. Weil ich habe auch schon mal einen Manga gesehen zu Mardock Scramble und bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es der ist oder ob das kein Manga ist, so eine DVD oder sowas. Und nebendran ist auch Rocket Girls. Da darfst du mir auch mal sagen, ob das ein Manga ist, weil ich weiß, dass es ein Anime gibt, aber ich wusste nicht, dass es dazu auch ein Manga gibt. Man lernt nie aus. So, XXXHolic, ja, spärlich, zwei Stück. Ist ja schade, dass wir die Anime gar nicht kriegen in Deutschland. Wir haben ja nur die erste Staffel, die zweite bleibt aus, die OVAs bleiben aus. Dadurch ist halt die ganze Geschichte irgendwie ein bisschen, naja, random. So. Dann haben wir Rosario to Vampire ein bisschen, das kann ich sogar erkennen. So, das erkenne ich dann nicht. Dann haben wir die Gray Man, glaube ich, ein bisschen Strawberry und Claymore, Berserk. Ja, schon nice. Da unten Monster Princess Resurrection, Entschuldigung, Princess Resurrection war es. Vampire Hunter D, hat mich nicht so gefesselt, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, es liegt, glaube ich, nicht wirklich an den Zeichnungen, aber so die Geschichten fand ich ein bisschen unspektakulär irgendwie. Und Lady Snowblood, ja, die Manga und vor allem der Mangaka von den Manga oder der Zeichner, die will ich auch unbedingt mal anfangen zu sammeln. Oh, so viel. Ich gehe mal weiter, bevor ich anfange, die Welt zu sammeln. So, was haben wir hier? Gott, wir sind erst bei 12. Puh. Also erstmal Top-Bild. Ich mag das. Ich mag es. Das unten links, der Schatten, der könnte noch weg. Ansonsten ist es echt ein geiles Bild. Mir gefällt es so irgendwie dieses hübsche Regal, ich stelle mir so vor, man geht so rein und hat so ein ganz subtiles Regal da. Das hat schon Stil. Die Uhr passt irgendwie auch. Ich finde so als Bild, so, ich würde es mir als Wallpaper-Hintergrund machen. Das hat Stil, unglaublich. Und dann links einfach die Icons vom Desktop reinklatschen oder so. Das hat Stil, das gefällt mir auf jeden Fall, das Bild. So, dann haben wir also Soul Eater komplett. Nee, 25 Bände hat es, ne? Und ein Zusatzband. Interessant. Dann haben wir ein bisschen Naruto. Oh, ist das Crazy Vampire oder wie das heißt? Cheeky Vampire. Ich habe ja immer noch. Ich habe Angst vor der Mangaka. Ich mag sie nicht. Sie macht mir einfach viel zu dumme Enden. Sie ist so ein bisschen. Oh, ich habe hier einen Charakter. Oh, yeah, I don't care anymore. Das macht sie irgendwie voll oft und voll gerne. Das gefällt mir überhaupt nicht, wie sie mit ihren Charakteren umgeht. Irgendwie so ein Werdegang bleibt meistens aus und wenn einer da ist, dann ist es so, hey, da ist ein Werdegang. Oh, aber ich erkläre das jetzt nicht.
Das gefällt mir nicht ganz so an ihr irgendwie. Naja, ich habe da meine Probleme. Aber ja, dann Attack on Titan. Ja, das ist auch sowas, wo ich mir noch besorgen will. Oh ja, Weeaboo. Ne, ich finde einfach Attack on Titan wirklich gelungen. Ich finde es richtig gut. Es hat eine tolle Atmosphäre. Ich weiß gar nicht, warum die Leute das immer als Weeaboo-Shit oder so bezeichnen, weil ich finde, das hat von der Atmosphäre her und von der morbiden Zeichenstilart hat es schon so einen gewissen Berserk-Flair, ne? Und den liebe ich ja. Ich finde das ja durchaus gelungen und frag mich einfach, warum, nur weil es jetzt irgendwie bekannter geworden ist und die krassen Otakus nicht mehr unter sich bleiben. Naja, egal. Da darf man, glaube ich, gar nicht drüber reden. Auf jeden Fall, ja, Attack on Titan habe ich auch auf jeden Fall noch vor. Shingeki no Kyoshin. So, Diska. Hi. So, dann haben wir hier Naruto jede Menge. Holy shit, so viel Naruto. Kann ich ja ehrlich gesagt nicht so mit anfangen. Ich bin ja eher so die One Piece Richtung, aber ich glaube, das ist kein Geheimnis mehr auf dem Kanal. Dann haben wir Kingdom Hearts, die White Edition, die ja wirklich schön aussieht, aber ich kann einfach Kingdom Hearts nicht ab. Es tut mir leid. Aber es ist auf jeden Fall auch sehr nice. Corpse Party haben wir ein Band. Mhm. Dann 4 Bände von Kase, wo ich keine Ahnung habe, was es ist. Ist es Tokyo Ghoul oder was ist das? Sag mir jetzt. Oh, oder ist es dieses. Ist es dieses Lindberg vielleicht? Das wollte ich mir nämlich auch schon mal holen. So, dann haben wir irgendwie. Sieht ein bisschen aus wie Comics oder sowas. Bin mir jetzt nicht sicher. Sind es Mangas daneben dran? Neben Bleach, also links von Bleach? Weiß ich jetzt auch nicht. Dann haben wir ein bisschen Death Note, ein bisschen. Kann ich nicht lesen. Dann haben wir, ich glaube, ein Artbook zu Bleach oder sowas. Dann ein riesiges Buch von Tokyo Pop, wo ich keine Ahnung habe, was das ist. Darfst du mir auch gerne verraten. Und also derjenige, der das Bild gemacht hat. Und Detektiv Conan, die Black Edition. Ja, die ist natürlich schon eine der spannendsten Collections bisher. Wobei ich die Valentinstag Edition unglaublich empfehlen kann. Ja, die ist echt. Die ist echt toll. Ja, die ist echt toll. So, dann haben wir Soul Eater. Das Artbook ist natürlich auch geil. Nice. Und dieses Fläschchen, dieses Marmeladenglas da mit irgendwas drin. Ich finde einfach so diese. Ich weiß nicht, hast du es absichtlich gemacht? Oder steht es bei dir immer so? Sieht auf jeden Fall cool aus. Echt, das gefällt mir. Da muss ich jetzt mal sagen, ich mag das. Es wirkt sehr ästhetisch. Es hat irgendwas. So. So, das nächste Bild, da liebt jemand Angel Sanctuary. Und ich habe es letztes Mal schon gesagt, also bei der letzten Aufnahme, die ihr natürlich nicht mitbekommen habt, weil ihr erst die Aufnahme mitbekommt. Aber ich finde es richtig geil. Also diese Deluxe Edition sieht ja mal voll Hammer aus. Ich glaube aber, die ist mega teuer, oder? Also ich glaube auch nicht mehr, dass die so existiert, oder doch? Kann man die noch kaufen? Dürft's mir gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Ihr dürft mir sowieso gerne mal meine Fragen beantworten. Das fände ich voll geil. Wenn ihr es wisst, dann schreibt's einfach rein. Selbst wenn ihr vielleicht nicht gemeint seid oder so. Wenn ihr Antworten wisst, dürft ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Das fände ich toll. Dann gebt mir mal was zurück an Kommentare. Das fände ich super, weil das sind so Sachen, die ich mich manchmal frage. Und wisst ihr, wenn ich jetzt dieses Video irgendwann beende, dann werde ich das definitiv vergessen, dass ich mir diese Frage gestellt habe bei diesen vielen Bildern. Deswegen, ja, wäre super, wenn ihr mir die beantworten könntet, die Fragen. Ihr Lieben da draußen. So, dann haben wir IS. Habe ich ja auch. Diese Schuber. Ich mag ja seinen Zeichenstil. Katsura. Ich vergesse seinen Namen immer. Es tut mir leid. Ich habe ehrlich gesagt, ich liebe den Mangaka, aber ich habe ehrlich gesagt nicht so viel mit ihm zu tun. Also ich erwähne ihn nicht so oft wie jetzt zum Beispiel ein Ken Akamatsu oder ein Tsutomu Nihei, was ihr ja auch öfter hört, oder Eiichiro Oda. Es gibt so Mangaka-Namen, die habe ich sofort im Kopf, weil ich die so oft nenne. Und dann habe ich Mangaka-Namen, die ich zwar eigentlich, Mangaka, die ich eigentlich liebe, aber so oft vergesse. Deswegen tut es mir leid, dass ich jetzt den Mangaka vergessen habe. Aber der hat diesen tollen Zeichenstil, diese Mischung aus Anime-Manga-Style und Realismus. Ich finde den richtig, boah, da schmelzt sich dahin. Das ist so richtig toll. Vor allem hier beim zweiten Bild jetzt, hier dieses links dieses Bild, das sieht super toll aus. Das hat was. Hammer.
Super schön. AES habe ich auch noch nicht gelesen. Und ich kann mich noch erinnern, die E-Mail, die dazu kam, da meinte jemand, dass er oder sie absolut abgrundtief diesen Manga liebt und deswegen eines ihrer Schätze oder seiner Schätze ist. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, ob Männlein oder Weiblein. Ich habe ein paar E-Mails bekommen mit Megatexten. Teilweise danke dafür. Ich habe die auf jeden Fall gelesen, aber die jetzt hier alle rauszukrammen und zu jedem Bild irgendwie dazu zu sagen, das wird einfach den Rahmen sprengen. Also versucht ein bisschen. Ich habe es auf jeden Fall gelesen und ich habe mich wirklich gefreut, ja. Also das war nicht umsonst. Ich habe mich wirklich gefreut. Das war so toll. In dazu auch Geschichten teilweise. Wenn die mir die einfallen, werde ich sie teilweise noch sagen. Hierzu war jetzt allerdings nur sie oder er, ich war es eine sie, liebt den Mangaka unglaublich und der Manga ist richtig toll. Und da freue ich mich ehrlich gesagt schon. Und ja, ich habe diese drei Schuber auch. Und ich meine, es sieht einfach nur toll aus, oder? Holy shit. So, machen wir mal weiter. Das nächste Bild. Das kam mir bekannt vor, weil das der gleiche Schrank ist. Das Bild hatten wir schon mal im Dings davor, im Eure Schätze 1. Ja, könnt ihr gerne mal gucken und vielleicht findet ihr es. Ja? Dann kriegt ihr von mir 2 Keks. Und ja, auf jeden Fall, da hat sich einiges getan in letzter Zeit oder in diesem Jahr. Das freut mich natürlich. Das vielleicht motiviere ich dazu auch ein bisschen. Das würde mich noch mehr freuen. Und was haben wir denn hier? Also Blue Exorcist, damit konnte ich leider nie was anfangen. Magi habe ich noch nicht gelesen, habe ich aber. Gogo Akman, ja gut, ist klar. Ich glaube, das sind jetzt aber nur Einzelbände. Ja, ich glaube, du hast da mittlerweile auch schon mehr davon, oder? Dann haben wir Doubt, Judge und Secret. Das ist natürlich, ich mag die auch total. Osama Game wollte ich mir auch schon mal kaufen. Yu-Gi-Oh! Habe ich leider verkauft, weil ich es einfach teilweise nicht mehr einsehe. Weil ich es nicht mehr einsehe, einfach für Einzelbände teilweise so unglaublich viel Geld auszugeben. Ich werde mir irgendwann mal die englische Variante, dann die Omnibus-Varianten zulegen, weil, naja, ich sehe es einfach nicht mehr ein. Wenn Carlsen diese wirklich prägende Shonen Jump-Serie töten möchte, ausbluten lassen möchte, dann sollen sie es machen, aber ich werde die ganzen Leute, die nach dem Sammlerwert geifern und sich freuen, welcher Dumbatz jetzt wieder 50 Euro für ein Band oder so ausgibt, die werde ich nicht unterstützen. Habe ich nie gemacht, werde ich auch nie tun. So, okay, ist fast gelogen. Ich habe es einmal gemacht, aber ich habe es bitter bereut. Theoretisch gesehen, ja, vielleicht kommt es in einem anderen eure Schätze mal vor. Ich habe einen Manga, wo ich tatsächlich 80 Euro für ausgegeben habe und der dadurch einen unglaublichen Wert hat für mich, obwohl er eigentlich nur ein Band ist. Aber ja, den habe ich jetzt, der ist mir jetzt erst eingefallen. Deswegen wird er nicht mehr in dieser Session sein. Und man guckt mal gerade auf die Uhr. Ich bin noch gut in der Zeit. So, dann haben wir Full Metal Alchemist. Das ist auch sowas, was mich eher nicht so reizt. Mag bestimmt gut sein und alles, aber es ist auch wieder so eine ellenlange Reihe, wo ich einfach auch im Moment andere Sachen im Kopf habe. Bakuman, das ist auch sowas. Es ist schön, dass Tokyopop Bakuman wieder frisch rausbringt. Was irgendwie aber auch kein Wunder ist, weil sie können ja mit Takeshi Obata-Kram sowieso eigentlich immer wieder antanzen. Immer und immer wieder, Jahr für Jahr. Death Note verkauft sich immer noch. Weiß Gott warum. Ja, Death Note ist bei weitem nicht schlecht, aber man kann es auch übertreiben mit dem Hype. Und Takeshi Obata wird immer gelobt, dabei ist er nicht mal der Storywriter, wofür die meisten Leute ihn ja auch loben, sondern er ist in Anführungsstrichen nur Zeichner. Und der bekommt immer den ganzen Lob ab. Das finde ich ein bisschen fies dem Mangaka, dem Storywriter gegenüber. Aber na gut, ja, Bakuman, da gibt es eine Empfehlung von mir, und zwar gibt es auf Englisch so eine riesige, schöne, so ein Koffer quasi, wo alle Bände drin sind. Kostet zwar ein bisschen was, aber ey, sieht gar, ehrlich gesagt, es ist qualitativ hochwertiger, sieht hübscher aus und ich glaube, irgendein kleiner Bonus ist noch drin. Und das gibt, und ja, Tokyopop-Schuber, Nuff said, oder? Würde ich sagen. Also, die sind echt nicht gut. Sorry, aber die sind echt nicht gut. Du zahlst da echt nicht für Qualität. Du zahlst da nur, weil Schuber. Aber du zahlst nicht für Qualität, was ich halt sehr schade finde. Und deswegen, also, wenn du Englisch kannst, ich lege es dir nur nahe, kauf dir die englische Bakuman-Reihe in diesem Koffer. Die sieht top aus, ist schön und qualitativ hochwertig. Kann man so
nicht anders sagen. So, dann haben wir hier noch vereinzelte Bände, aber die ignoriere ich jetzt mal, denn es geht ja noch weiter. So, nächstes Bild. Da haben wir einmal Akira. Oh, das ist auch sowas. Da freue ich mich auf die Juwel Edition. Ich denke mal, das sind jetzt nur vereinzelte Bände. Du hast da, denke ich, dass du mehr hast und nicht nur Band 1 vom größten Teil. Planets, das ist auch sowas. Da werde ich auch mal schauen, ob ich die englische Variante kaufe. Die sieht ja schon sehr hübsch aus. Hats, habe ich mich auch immer gefragt, ob es mich interessieren würde. Aber es klang für mich immer ein bisschen zu fucked up. Da wusste ich nicht genau, ob ich damit was anfangen könnte. Und auch immer so Patienten und irgendwie Operationen und so. Das ist nicht zwangsweise so mein Ding. Kennt ihr das, wenn immer irgendwie damals bei, oder ich weiß, existiert es noch heute, ich weiß es gar nicht, Spiegel TV oder so, da haben sie, oder in Werbung sag ich schon, in Nachrichten, da haben sie auch gerne mal irgendwie Operationen gezeigt, so, weißt du, wenn einer gerade so irgendwie was am Herz macht oder so, da habe ich auch immer gedacht, toll, fuck you, gerade so vorbeigelaufen am Fernseher und dann siehst du es und denkst so, yeah, das wollte ich jetzt heute nicht sehen, fuck you. Ich mag das einfach nicht, ich finde eine Operation und so ein Gedöns, das ist ein ganz heikles Thema. Ich war auch toi, noch nie außer meiner Geburt im Krankenhaus und hab's auch nicht vor. Na, das sagt jeder und irgendwann ist es dann doch soweit. Aber ja, mag ich gar nicht. Dieses Sterile und Weiße und hört auf. Dann haben wir Blade. Das ist auch sowas, was mich irgendwann bestimmt nochmal reizen würde. Battle Angel Alita, ja. Das ist auf jeden Fall geil. Neon Genesis auch sehr geil. Pluto auch noch so ein Manga, den ich mir gerne mal besorgen würde. Da haben wir wieder Bakuman, Yotsuba, Mr. Zipangu. Ist echt ein Schatz von dir. Ich meine, das ist schon irgendwie cool so, aber es hat ja nur 3 Bände, ne? Also nicht offiziell, es hat offiziell wesentlich mehr, aber in Deutschland gibt es, glaube ich, nur 2 oder 3 Bände, meine ich. Oder 4 vielleicht, oder 5. Aber auf jeden Fall nicht die ganzen. Finde ich ein bisschen schade. Ich weiß gar nicht, oder habe ich da jetzt was falsch im Kopf? Also es gibt, glaube ich, nicht komplett alle Bände. Ist auf jeden Fall alt, schon sehr alt, der Manga. Ich glaube, das geht doch in die 2000er Richtung, oder? 2005 oder sowas? Also alt, ja, aber 10 Jahre, komm. 10, 6, 11 Jahre, 12 Jahre vielleicht sogar schon. Dann haben wir unten die komplette Tsutomu Nie Collection hier mit Noise, Blame, da beneide ich dich sehr, aber das wird auch noch in meine Sammlung irgendwann gewandern. Biomega war super, Abara war verwirrend, habe ich nicht wirklich gecheckt, müsste ich vielleicht nochmal irgendwann lesen, in Ruhe. Und Knights of Sidonia ist natürlich der Oberhammer im Moment, sehr schöne Reihe. Dann haben wir hier noch Neon Genesis Evangelion nochmal mit allen Evas, ich glaube, das sind schon ein bisschen das sind die neueren, oder? Aus den neueren Filmen. Sehen zumindest ein bisschen neuer aus. Ich kann mich jetzt auch gerade nicht erinnern, wann war Eva 00 nochmal gelb? War das der erste Eva dann? Oder war Eva 00 immer gelb? Boah, ey. Boah, eine Schande, ne? Aber Eva 00 sieht man gar nicht so oft, deswegen. Und im Manga vor allem ist es schwarz-weiß. Zu meiner Verteidigung. Ich habe ehrlich gesagt den Anime nicht wirklich intensiv verfolgt. Ich bin ja einfach mehr der Manga-Typ, muss man mal dazu sagen, ja. Aber ja, nun gut. Nächstes Bild. Oh, das weiß ich natürlich. Das darf ich sagen. Das ist von Flo. Das sieht man auch wieder. Der hat sich ja wieder mega ins Zeug gelegt, ne? Der hat da irgendwelche Munitionskisten in den Hintergrund gepackt und dann diese Doll mit der MG, was auch immer, ich kenne mich mit Waffen nicht aus, Waffe, Bum Bum, Knarre und dann nochmal Munition, noch eine andere Waffe, irgendwie ein Munitionshalter, nice und Ganzlinger Girl, das ist auch so echt, das ist echt so ein, ich bekomme ihn ja immer gesagt, so ey, schau dir mal den Anime an und ich sage dann immer, nein, ich möchte den Manga komplett haben und ich möchte ihn genießen und ey, ist auch sowas, da habe ich so Bock drauf, weil das ist so nice. Ich habe ein bisschen die Story, so den Plot vom Flo schon gesagt bekommen und oh, die Zeichnungen sind toll, der Plot gefällt mir richtig gut. Ich bin echt gespannt. Schöne Drama Kriegsgeschichte, wobei Krieg, ja, irgendwie schon, ne? Oder, ja. Halt auf jeden Fall mit viel Bum-Bum-Action und Drama. Auf jeden Fall sehr geil. Da auf jeden Fall, aber Top-Bild wieder mal. Flo legt sich
für diese Kategorie immer mächtig ins Zeug. Es freut mich. Freut mich. Schön. Finde ich schön. Ja. So, nächstes Bild. Oh, das bin ich. Dann werde ich es ein bisschen kurz halten. Und zwar, bevor ich dann nämlich wieder lang aushole. Das sind erstmal japanische Manga. Und zwar von links nach rechts. Einmal Machingu Machiko-sensei. Das ist einer der, wenn nicht sogar, nee, das ist der älteste Manga, den ich überhaupt besitze. Das ist ein japanischer Manga. Der ist also natürlich komplett auf Japanisch. Und das ist der erste Band. Und das heißt, das ist der erste Band, der damals rauskam. Also jetzt nicht so in der Reihe, natürlich kamen da noch mehrere erste Bände raus. Aber das ist ein alter Manga, der nicht nochmal rausgekommen ist. Also quasi nochmal, weil der Manga geht ja heute noch. Der ist heute noch, weil es einfach nur eine seichte Comedy mit ein bisschen edgy ist. Für damalige Verhältnisse ist das meiste eigentlich nur Rockhoch. Pantyshot. Das ist eigentlich alles. Das ist der edgy Anteil da drin. Meistens. Nicht viel mehr. Oder vielleicht mal ein Badeanzug. Ja, damals war das hot und krass und holy shit. Ja, heute ist es lachhaft. Aber es ist lustig, es ist sympathisch und man versteht es, obwohl man es nicht lesen kann. Also wenn man die Wordgames da mal rausnimmt. Und ja, das ist echt ein Schatz für mich, weil das ist was Besonderes. Das ist sehr alt. Man sieht es auch an dem Zeichenstil, das ist noch so dieser Zeichenstil, wo es noch so in diese Cartoon-Richtung geht, ne? So diese Amerikanisierung noch so stattgefunden hat und die Japaner sich beim Manga-Zeichnen noch sehr cartoonisch dargestellt haben, wie zum Beispiel auch Osamu Tezuka, der ja auch sehr Cartoon-Style hatte noch am Anfang und dann, oder hier Dings, Cyborg Kurojan, falls ihr das kennt, ist ja auch sehr cartoonmäßig gehalten, ein bisschen wie Felix the Cat auch so, was bestimmt auch so irgendwie so ein Ursprung ist. Habe ich immer so das Gefühl, dass Felix the Cat irgendwie für vieles in Japan irgendwie so den Style-Anfang hatte. Ich weiß auch nicht warum, aber die haben ja auch, das ist ja auch irgendwie eine Kultfigur in Japan, also du siehst die tatsächlich sehr oft, Felix the Cat. Also wurde mir zumindest gesagt. Also nagelt mich nicht fest, ne? Das kann auch falsch sein. Aber ja, dann auf jeden Fall sehr stolz drauf. Das finde ich richtig cool. Das ist ein schöner alter japanischer Manga. Und dann noch der erste Band von mittlerweile, was weiß ich, ich glaube, es geht an die 200 oder 300 Bände oder so. Das ist richtig krass. Und ich glaube, oder stellenweise gibt es, glaube ich, gar nicht mehr als Taschenbuch, sondern kommt nur noch in vereinzelten Magazinen vor. So, egal, genug dazu. Dann haben wir zwei Lafina-Special-Bände, die meiner Meinung nach jeder Ken Akamatsu-Fan besitzen sollte. Und zwar einmal die Edition Unendlich und einmal die Edition 0. Das sind im Grunde, ja, da sind, das ist ein Fanbook, aber vom Mangaka selbst. Sprich, Ken Akamatsu hat sich hingesetzt und hat so gesagt, okay, da kommen Skizzen rein, ich laber ein bisschen dazu was, meine Interviews kommen, werde ich da reinmachen, ganze How-to-Draw-Sachen und so weiter und so fort. Charaktere, Biografien, Ideen, die verworfen wurde. Das ganze Gedöns, alles quasi, was im Laufe der Zeit von Lafina so angestanden ist. Privat teilweise ein bisschen was man natürlich leider nicht lesen kann, aber rein so vom Prinzip her ist es richtig schön. Ich glaube, es sind auch Sticker drin. Toll, richtig nice und meiner Meinung nach für jeden Lafina und / Ken Akamatsu-Fan ein Must-Have. Nebendran ist dann noch die Neon Genesis Evangelion Premium Edition. Das ist die japanische Version. Die ist deswegen für mich so besonders, weil da einfach ein Lob an uns Leser von Sadamoto drin steht, wenn es auch nur subtil, also klein ist, steht einfach nur so, danke für all die Zeit, für all die Jahre, in der ihr geduldig gewartet habt, jetzt ist nun das Ende da und ich bedanke mich fürs Lesen und fürs Kaufen und so weiter, fürs Unterstützen. So toll, das hat mich so gerührt nach all diesen Jahren, fand ich so schade, dass Carlsen da einfach anstatt seiner Dankesrede einfach Werbung reingesetzt hat. War voll unnötig, weil der Mangaka hat auf Englisch geschrieben, sodass es wirklich jeder lesen kann. Fand ich unfair, aber na gut. So, weiter geht's. Dann Hydreigon, ein Artbook, also nächstes Bild. Hydreigon, ein Artbook von Kenshi Tsuruta, einer meiner absoluten Lieblingsmangaka. Kann ich wirklich so sagen, weil er Zeichnungen macht, die wirklich Gemälde sind und die mich
in irgendeiner Form berühren. Egal welches Bild er zeichnet, irgendwas triggert das in mir und ich kann nicht genau sagen, und ich kann nicht genau damit umgehen, aber es ist ungefähr, Kenshi Tsuruta zeichnet Zeichnungen, wo ich davor stehe und einfach nur genieße. Punkt. Fertig. Mehr ist da eigentlich nicht. Und seine Manga sind grundsätzlich toll, tolle Geschichten, tolle Charaktere, ein tolles Jules Verne-Feeling. Ne? Und ja, also Hammerzeichnungen und das ist wirklich ein Artbook, richtig dick und super. Da möchte ich auch irgendwann mal einen Artlook draus machen. Das ist sowieso eine Kategorie, die ich irgendwann mal wieder wirklich anfangen sollte. So, rechts daneben ist dann eine, ja, wie soll man sagen, quasi ein Lexikon über Read or Die, mal einer meiner absoluten Lieblingsanime. Punkt. Da steht alles drin, was man über Read or Die wissen muss und mehr. Das ist super, gab es leider nur auf Englisch, aber ich liebe diesen Band und ich habe eben bis heute noch nicht komplett gelesen, weil ich immer mal wieder, wenn ich so den angucke und denke so, oh, jetzt hätte ich mal wieder Lust drauf, hole ich mir den raus, trinke Tee dazu oder so und blätter dadurch immer mal wieder die Seiten weiter. Ich bin jetzt, glaube ich, bei der Hälfte angelangt. Ist richtig interessant und für alle Read or Die Fans ein Must-Have. So, rechts ist noch Caravan Kid. Ihr seht es vielleicht so ein bisschen in die Tiefe gehend. Das ist ein sehr, sehr dickes Buch. Und das sind mehrere quasi Bände in einem verfasst. Das ist ein riesiger Katalog sozusagen. Und ja, der Mangaka, dessen Name ich jetzt gerade nicht im Kopf habe, was sehr schade ist. Also ich hab ehrlich gesagt den Namen gerade so vom inneren Geiste, aber... Er kommt nicht über die Zunge heraus, tut mir leid. Aber der Mangaka hat unter anderem Outlanders, Capricorn, Ring X Mama, was hat er noch gemacht? Was vielleicht noch kennt? Dracoon. Ja, lass ich mal so stehen jetzt. Diese Manga hat er alle gezeichnet. Outlanders, habe ich schon gesagt, ne? Und ja, Caravan Kid ist halt wirklich allein schon. Wirklich eine schöne Fantasy-Geschichte, ja, mit tollen Charakteren und ja, und halt vor allem durch seine Aufmachung her einfach ein Schatz. Ist einfach was Besonderes, ist toll. Und Leute, ihr kriegt das Ding für total günstig, also ich glaube für 20 Euro teilweise. Also wenn ihr da Bock drauf habt, das ist ein richtig toller Schatz, auf jeden Fall. So, nächstes Bild. Puh, ich glaube, das wird über eine Stunde, Leute. So, da haben wir einmal ein Artbook, Water, also zwei Artbook von, ich glaube, dem Mangaka von Dings hier. Ja, wie heißt's nochmal? Vagabond, ne? Ja, ich glaube schon. Auf jeden Fall, da liebt jemand den Zeichner von Vagabond. Der hat auch eine sehr, sehr tolle Zeichenstilart. Sehr realistisch. Dann haben wir Illegal Rape, sieht man ja da auf der linken Seite, auf der rechten Seite. Sie kann man ganz gut lesen, Illegal Rape. Nein, das heißt Illegal Rare. Und ich glaube, ist das eine Shonen Jump? Oder? Ich glaube ja, oder? Es sind zwei Shonen Jumps nebeneinander, glaube ich. Japanische. Mhm. Man liest schon ein bisschen Illegal Rape, ne? Also kann man sagen, was du willst. Ich habe da zuerst Illegal Rape gelesen, aber ja, glauben wir einfach mal, dass es Illegal Rare heißt. So, dann haben wir, entweder sind es zwei Artbooks zu, nee, es sind keine Artbooks, das sind japanische Manga zu Pluto, Band 2 und Band 3, ja? Oder? Oder sind es Special Editions? Kann ich jetzt so nicht, ich glaube aber, das sind japanischen Editionen. Auf jeden Fall nice, auf jeden Fall nice. Dann haben wir Green Blood, das ist eigentlich noch relativ neu, oder? Das ist so ein bisschen so ein Western oder sowas soll das sein, soll auch gut sein. Auch noch nie gelesen. Space Brothers auf Japanisch, ja, weil es ja auf Englisch nicht rauskommt, nur auf Kindle, sag ich schon, nur auf E-Manga gedöns. One Punch Man, ja. Sag ich jetzt mal noch nichts dazu, meine Meinung. Obwohl, doch, ich kann eine Meinung dazu sagen, tatsächlich. Und zwar, One Punch Man. Also, Band 1 ist, glaube ich, die englische Fassung und drunter ist Band 6 die japanische Fassung.
Was soll ich dazu sagen? One Punch Man ist echt lustig, auch cool. Aber ich habe jetzt drei Bände gelesen und muss sagen, so sehr motiviert mich jetzt es eigentlich nicht, jetzt da noch großartig weiter zu sammeln. Ich finde fast schon die Ursprungsedition vom Webmanga unterhaltsamer. Erstens, weil die mega scheiße gezeichnet ist, aber absichtlich. Und super, dadurch der Gag und der Humor einfach noch lustiger ist. Und ich finde, dass irgendwie fehlt mir da ein bisschen die Story. Also ich habe schon bemerkt, dass ich damit nicht so viel anfangen kann, weil es für mich keine richtige Story beinhaltet. Es hat immer so Superheldenmäßig, so wie so ein Standard 0815 Superheldenparodie halt so. Also eine gute Superheldenparodie von diesen 0815 Sachen. Aber ich finde halt einfach, das Problem ist, wenn man was parodiert, ist halt oft, dass es dann gleich genauso wirkt. Und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen öde. So nach dem dritten Band habe ich dann so gedacht, ja, ich habe mich unterhalten gefühlt, ja. Aber mich interessiert jetzt irgendwie der Werdegang mehr von den Charakteren und der bleibt halt irgendwie aus. Oder wisst ihr da was? Geht es da noch weiter? Wird es noch richtig geil? Könnt ihr mir ja auch in die Kommentare mal schreiben. Weil ich habe die ersten drei Bände und, naja. Ja, es ist irgendwie heikel. Ich finde es schon geil irgendwie, aber irgendwie, ich kann es nicht so ganz fassen irgendwie. Ich hätte eher gerne irgendwie noch eine Story damit eingebunden. Egal. Und dann sehe ich hier Kiss Exist Band 6, glaube ich, ja. Habe ich auch mal als Anime geschaut. Ist ja sehr, sehr verhasst, weil wegen Inzest und hast du nicht gesehen. Ich muss aber sagen, ich finde es aber eigentlich recht putzig. So, ja, es ist auch sehr edgy-lastig, so, aber ich finde es auch gleichzeitig. Es ist so eine Mischung aus, wow, what the fuck, edgy, krass und gleichzeitig irgendwie niedlich, sagen wir es mal so. Also ich weiß nicht, ich habe da nie so die Probleme, wenn diese Thematiken da so aufgeführt werden. Vielleicht auch, weil ich also keine Schwester habe. Aber so rein so hat mich nie so wirklich gestört. Ich meine, du liest vor allem, oder wir sind extrem zum Manga gekommen, weil Manga eben halt andere Thematiken und andere Sachen darstellt und thematisiert. Im Gegensatz zu einem amerikanischen Comic oder sowas. Nicht, dass es da nicht diese Thematiken auch gibt, aber so rein, es ist da einfach, die Art ist anders und manche Thematiken sind vielleicht ein bisschen zu mutig für ihr eigenes Wohl, sage ich mal, aber gleichzeitig auch irgendwie ist es, das gehört einfach dazu. Finde da jetzt nichts Verwerfliches dran, aber naja, es ist jedem das Seine. So. Das nächste Bild eine Halloween, sage ich schon, eine Valentin-Edition, ne? Das war irgendwie so. War das nicht dieses Illegal Rare oder so, dass es so eine Valentin-Edition ist oder sowas? Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall hast du irgendwas von einem Valentinstags-Editionsmagazin oder so. Und da sieht man halt zum einen alle bisherigen Charaktere von Nisekoi, was du scheinbar ziemlich feierst. Und dann haben wir noch sämtliche Charaktere. Happy Valentine to me. Also quasi alle Charaktere, die irgendwie keine abkriegen oder sowas. So wirkt so ein bisschen. Sehr cool. Sehr cool. Okay, dann geht's weiter mit den Figuren. Oh, hier sehen wir tolle Figuren. Was haben wir denn alles? Sieht alles sehr Final Fantasy-mäßig aus. Ist es, glaube ich, auch. Weißmagier, ja, das sind diese DS-Charaktere, ne? Aus Final Fantasy. Da haben wir einen Squall, einen Chocobo, eine Maus in einem Käse, einen Frosch, okay. Na gut, dann haben wir. Oh, hier Dings. Wie hieß er nochmal? Aus One Piece hier Dingens. Hier Dings. Ich habe den Namen vergessen. Das ist doch der. Lucci, genau. Lucci ist er, genau. Den haben wir hier. Dann haben wir. Oh Gott, Gunbrand, oder. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Aus Final Fantasy XII auf jeden Fall. Ich weiß noch, dass das ihre erste Figur war. Ich habe ja eigentlich gesagt, dass ich den Namen nicht sage, aber. Naja, ich sag die Namen nicht.
Es war ihre erste Figur und das ist halt wirklich eine mordstolle Figur, hey. Und ist ihr Lieblingsteil, Final Fantasy XII tatsächlich. Und ich finde ihn auch super gelungen. Ich müsste mal weiterspielen. Wenn das ihr Lieblingscharakter ist, dann bin ich mal echt gespannt, was der noch so für eine Story hat. Dann sehen wir hier Yuna aus Final Fantasy X, ein Auron, also sehr viel Final Fantasy Charaktere. Dann haben wir hier noch Nightmare Before Christmas eine Figur und irgendein Pokémon und dahinter Dialga. Wie heißt es nochmal? Toxiquark? Oder nee, das war das Viech davor, ne? Ah, ich weiß es nicht mehr. Egal. Dann gehen wir mal weiter. Dann haben wir zwei Artbooks. Und zwar das eine ist ein Final Fantasy Artbook mit sämtlichen Final Fantasy Artworks drin. Ich glaube von Amano, oder? Die Zeichnung, weil das sieht man zumindest am Cover her. Auf jeden Fall sehr nice. Und das wurde mir gesagt, das ist ein Artbook von einer Freundin von ihr, die tatsächlich mal ein Buch rausgebracht hat, also ein Artbook. Diese Freundin zeichnet gerne und hat dieses Buch verkauft und zeichnet normalerweise Doujinshi. Damit lasse ich euch jetzt mal alleine. Sonne, Mond und Sterne. Da. Von Dragon Oolong. Dragon Oolong oder sowas. So heißt es, glaube ich. Mhm. Hübsch. So, dann gehen wir mal weiter. Da haben wir noch mehr Figuren. Diese Weiterentwicklung von Schlurp, ein Lugia. Ah, das hat sie von der 3DS, sag ich schon, von den DS-Editionen da. Von Soul Silver und Heart Gold. Dann haben wir hier so ein Scham. Oh Gott. Wie hieß das Viech nochmal? Igelviech. Scheimalan, das ist gut, genauso nennen wir ihn, Scheimalan, und ansonsten, ja, okay, sehen wir hier nicht mehr, oh doch, hier ein Darkrai ist noch, also Final Fantasy und Pokémon ist so ein bisschen so ihr Ding, ne, alles klar, dann gehen wir mal weiter, so, hierzu soll eine Geschichte erzählt werden, und zwar, war das so, derjenige ist mit seinen Kollegen an so ein Event hingegangen und bei dem Event konnte man eben halt Amiibo gewinnen. Und jetzt war das halt so, dass nur sie zu dritt oder zu viert da waren und sonst keiner kam. Und das Event natürlich dann, ich glaube in einem GameStop oder so war, und das Event dann natürlich ein bisschen awkward war. Und deshalb haben sie dann gegeneinander, anstatt, und sie wollten nicht gegeneinander kämpfen, weil das ja irgendwie dumm wäre. Warum auch immer, vielleicht weil es Teamkämpfer waren oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall wollten sie nicht gegeneinander kämpfen und haben stattdessen gegen vortrainierte Amiibos gekämpft, die scheinbar viel zu easy waren. Und dadurch haben sie, oder hat derjenige dann diesen Captain Falcon gewonnen. Der übrigens ziemlich nice aussieht. Da hast du echt Glück mit der Amiibo Edition, weil manche sehen halt schon echt schäbig aus. Also es gibt schon echt hässliche Amiibos so. Da ist der richtig nice geworden. Hut ab, schöner Amiibo. So mal so nebenbei erwähnt. Das ist die Geschichte dazu. Auch sehr nice. Also das ist auch toll, wenn da auch Geschichten dabei sind. Wie gesagt, ich konnte nicht alle, ich habe auch nicht alle im Kopf jetzt gehabt. Aber ich will es auch jetzt, dass es nicht allzu lang mehr wird. Dann auch einer seiner Schätze, Get Backers. Und Get Backers ist halt, ein Shonen aus der damaligen Manga Power, hab den auch eine Zeit lang gelesen und fand den eigentlich richtig gut. Und ich glaube, das ist auch von der Zeichnerin, also von einer Dame, aber es ist trotzdem nach wie vor ein Shonen. Soll an manchen Stellen ein bisschen Shonen-Ei Anleihen haben. Ich glaube, vor allem bei gegnerischen Charakteren und so. Aber auch das hier ist so für mich so ein bisschen die Jugendkindheit, wo ich auch gerne mal nachsammeln würde. Auf jeden Fall auch sehr cool. Müsste ich mir mal überlegen. Get Backers war ziemlich cool eigentlich. Hat auch einen lustigen Humor. So, dann haben wir Kagero Days. Das ist einmal die deutsche Fassung, zwei Manga und die englische Fassung, glaube ich zumindest die englische. Ja, ist glaube ich die englische von Kagero Days. Das ist dann die Light Novel. Ihn hat der Anime so schwer begeistert,
dass er den Manga und die Light Novel dazu kaufen musste. Ne? Das ist doch mal eine Aussage. Also wenn ein Anime einen so begeistert, dass man auch den Manga und die Light Novel kauft, dann hat der Anime schon ziemlich alles richtig gemacht. So, ich habe es auch geguckt, aber ich habe es nicht zu Ende geguckt. Irgendwann hat es mich irgendwie verloren. Sorry. So, dann haben wir hier... oh Gott, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ist das? Nee, das sind... Genau, das ist die Light Novel zu Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon mit Hestia. Ist ja ziemlich ruhig geworden um den Manga, beziehungsweise um Anime, um alles eigentlich darum, was ich voll schade finde, weil ich habe den Anime jetzt endlich mal zu Ende geguckt und ich muss sagen, der hat mir echt gut gefallen. Ich freue mich ehrlich gesagt jetzt noch mehr auf den Manga, um mal zu gucken, was da anders gemacht wird und so weiter. Aber ja, Light Novel. Haben wir auch mal eine Light Novel Edition für alle, die Light Novels geil finden. So, und dann hat er etwas, was ich, naja, im Grunde nicht alles habe. Ich glaube, ich habe 1, 2, 3. Ich habe 3 Bände davon, 3 Maxi-Bände von Tenyo Teng. Er hat schon mehr. Die will ich auch noch haben. Und ich finde die auch richtig hübsch. Die Cover, also die Seitendinger sind ein bisschen hässlich, so von den Farben her. Kurzgrün und komisch braunrot und so. Haben sie ein bisschen komisch designt, meiner Meinung nach. Aber hey, auf jeden Fall kann ich verstehen, dass man Tenyo Teng geil findet, weil, hey, es ist auch einfach edgy, Martial Arts und auf die Fresse. Unterhaltung ist da auf jeden Fall für ein männliches Wesen gesorgt. So viel kann man mal sagen. Und Oh Great macht eigentlich relativ geilen, manchmal auch ziemlich Mindfuck-Shit. Von daher, wie gesagt, Unterhaltung ist da immer mal wieder, ja. Gott, jetzt komme ich schon raus. Ich wollte eigentlich sagen, Unterhaltung ist da definitiv gesichert, wenn man Tenyo Teng liest. So, der nächste Kandidat hat diese 6 Werke hier rausgekramt, und zwar einmal Battle Angel Alita, was ich sehr cool finde. Auch das wieder motiviert mich fast schon wieder mal weiter zu lesen. Oh, ich habe so viel vor, so wenig Zeit. So, wenn ich solche Videos mache, ja, das sind diese Zeiten, wo ich eigentlich lesen könnte. Nur mal so zur Erinnerung, so nach dem Motto, wenn manchmal heißt, ja, du könntest ja auch mal das wieder lesen oder so. Ja, könnte ich. Dann müsste ich aber manchmal aufhören, Videos zu machen. Was ja auch schade ist, ne? Also, ja, ist immer so ein bisschen hin und her. So, Battle Angel Alita, Mermaid Saga. Hammer. Hammer. Wer es noch nicht gelesen hat und meint, Inuyasha ist so scheiße und Rama ein halb so Standard. Mermaid Saga lesen. Horror vereint mit typischer oder wirklich guter, erwachsener Rumiko Takahashi-Kost. Bombe. Der Manga ist Bombe. Richtig nice. Und hat, glaube ich, nur 4 oder waren es 5 Bände? Irgendwie sowas. 4 oder 5 Bände. Richtig nice. Zombie-Meerjungfrauen. So ungefähr kann man sich's vorstellen. Und es hat einer der geilsten Arcs, wenn ich das jetzt mal als Arc betiteln darf, die ich jemals gelesen habe. Einfach so vom Mindfuck her. Hat mich auch stellenweise ein bisschen an Cowboy Bebop erinnert. Aber ich will jetzt nicht zu viel vorne wegnehmen. So. Dann Shonen Jojo von Satoshi Fukushima. Das würde mich auch mal interessieren. Ist der wirklich so gut, wie alle sagen? Ich würde es ja... Also, ich weiß nicht. Da hätte ich ja fast Bock drauf. Das soll ja auch sehr interessant sein. Dann Wir beide. Das ist ein, ein Jojo-Ei oder ein Yuri-Manga, weiß ich jetzt nicht. Eins von beiden auf jeden Fall. Sagt mir ja persönlich nicht so zu. Aber dir, und deswegen ist es bei deinen Schätzen dabei, Bunny Drop, ja, Usagi Drop oder wie auch immer das auf Japanisch original heißt, kennt, glaube ich, die meisten aus dem Anime. Und ich habe den ersten Band auch gelesen und der gefällt mir auch richtig gut. Da entwickelt man richtige Vatergefühle, obwohl man selber noch keiner ist. Ist richtig schön. Also wirklich, ist echt toll. Das gefällt mir auch richtig gut. Und A Lollipop for Bullet. Ich weiß es gar nicht. War Band 1 oder Band 2 der sauteure? Egal, auf jeden Fall. Wenn du das gelesen hast und das deiner Schätze ist, Hut ab. Das ist auch wirklich ein richtig, richtig geiler Manga.
gibt's nichts. So, gehen wir mal weiter. So, dann haben wir zur Info Bild 35, das heißt, es endet bald. So, im Hintergrund haben wir erstmal Terraformers, das Poster, das ist schon mal ziemlich fett. Dann haben wir Attack on Titan, aber ich weiß nicht, das ist, glaube ich, kein Manga, ne? Ist das ein Anime? Oder was ist das? Ich erkenne es ehrlich gesagt nicht. Ist das die Anime-DVD-Box auf Japanisch oder? Keine Ahnung, ich erkenne es nicht. Rechts ist Black Lagoon. Das ist natürlich geil. Black Lagoon ist Hammer. Der Manga ist richtig Bombe. So, und dann haben wir hier ein Zombie-Girl, die gute Sankaria. Und auch hier scheint ein Sankaria-Fanboy zu sein. Finde ich gut. Sankaria wird gerne mal gehatet, weil es halt irgendwie ja nicht das ist, was man so erwartet von einem Zombie-Manga. Aber ich finde es ehrlich gesagt auch richtig toll. Und ich mag den Mangaka auch total. Ne? Der hat ja auch Omisho gemacht. Und ich hoffe ja immer noch so ein bisschen, kauft mehr Sankaria-Manga, damit wir die Chance haben, irgendwann mal Omisho zu bekommen. Weil wenn ihr Omisho gelesen habt, dann werdet ihr, ihr werdet mir so dankbar sein. Vielleicht, hoffe ich. Ich liebe es auf jeden Fall. Der Anime Omisho war super. Leider ist der bei uns nie rausgekommen und ich glaube, die Chance, dass der bei uns rauskommt, ist ziemlich gering. Leider. Kam nicht mal auf Englisch raus. Das ist so eine Schande. Dabei kennt es irgendwie jeder. Wenn ich immer sage, Omisho war super, habe ich damals angeguckt. Ich denke so, okay, jeder kennt es. Ich habe bisher noch nichts Schlechtes über Omisho gehört. Warum gibt es das nicht als DVD? Egal. Dann haben wir Attack on Titan Manga. Dann, ich glaube, Tokyo Ghoul, aber ich kann es nicht erkennen. Heimliche Blicke, auch sehr nice. Und High School of the Dead. Schön. Ist auch hier gefällt mir wieder das Bild, vor allem mit dem Kissen. Ist es immer da drauf oder war das jetzt nur für das Bild? Auf jeden Fall top. So, das nächste Bild ist nochmal von mir. So, zum Abschluss quasi. Und zwar habe ich da einmal fotografiert meine vier Schätze, was meine Anime angeht. Und zwar wäre da einmal Rock'n'Roll Kids. Das ist ein Anime, den kennen wahrscheinlich die wenigsten. Ist ehrlich gesagt nicht die schönste Verpackung und ist ehrlich gesagt ziemlich billig gemacht gewesen. Ist deutsch. Und der USK-Sticker, der geht leider nicht weg. Der ist drauf gedruckt. Weil dumm. Weil das ja super geil aussieht. Man sieht es ja so richtig, ne? Das ist nicht so klein wie bei dem unteren, bei Razaphon. Nein, das muss riesig sein. Das sieht toll aus. Naja, Rock'n'Roll Kids ist auf jeden Fall so ein Shoujo-Anime, den ich richtig feiere. Den habe ich damals als Kind sehr gerne angeguckt und gucke ihn auch heute noch sehr gerne an. Hat schöne Charaktere, tolle Charaktere, sympathische Charaktere und schöne, manchmal auch dramatische Momente, die... Also ich habe bei Rock'n'Roll Kids tatsächlich sehr oft geheult. Noch im Erwachsenenalter. Ich weiß nicht, es bewegt mich einfach jedes Mal wieder, diese Beziehungskisten da. So, dann haben wir Bubblegum Crisis, weil Bubblegum Crisis einfach der geilste Shit auf Erden ist. Naja, okay, aber es ist einer der geilsten Shitte auf dieser Welt und Shitte. Die Mehrzahl von Shit ist Shits, oder? I don't give... Na, egal. Auf jeden Fall ist es saugeil, Bubblegum Crisis, ich liebe es und deswegen gehört es auch zu meinen Schätzen dazu. Und dann haben wir Ras davon. Das ist frisch reingekommen und ich will ja nach und nach versuchen, so ein bisschen meine Lieblingsanime oder Anime, die mir sehr, sehr viel bedeuten, sage ich mal, und sehr, sehr viel gegeben haben auch, möchte ich halt mal so nach und nach kaufen. Und hier gehört jetzt mal Razaphon dazu, weil Razaphon ist einer der, wenn nicht sogar der geilste Mecha-Anime, den ich jemals gesehen habe. Ich muss dazu sagen, Neon Genesis Evangelion, da ist für mich eher der Manga im Kopf, weil, wie gesagt, der Anime mag vielleicht auch gut sein, aber der ist bei mir nicht so präsent. Deswegen sage ich, der geilste Anime mit Mecha ist für mich Razaphon. Hammer, geiler Shit. Die Charaktere, es kommt so viel hoch, auch an Emotionen. Razaphon ist einfach Bombe. Musikalisches Meisterwerk, obwohl es jetzt nicht gerade so ein Soundtrack ist, den man sich jetzt einfach so in den CD-Player oder ins Auto wirft und dann einfach sagt, ich höre da jetzt mal eine Runde zu. Schon sehr melancholisch und alles und super geil. Und es dreht sich nicht wirklich um die Kämpfe mit dem Raste von, also mit dem Roboter. Auch wenn immer viele sagen, ich mag Roboter ja nicht so.
Es ist eine ganz andere Schiene, die da gefahren wird. Auch wenn der Roboter da durchaus drin vorkommt und ab und zu mal kämpft, aber es ist nicht der Hauptanteil. Das ist dieses Psychische, dieses Zwischenmenschliche und der Abfuck, der da passiert bei Rasse von. Auf jeden Fall saugeil. Und nebendran ist die Final Fantasy Unlimited. Super mega Ultra Box, die ich eigentlich super günstig bekommen habe. Für gerade mal, ich glaube, was war's, 10 Euro oder so? Alle DVDs auf Englisch, ja. Mit, die sehr liebevoll gemacht wurden, mit den Inlays, wo Charaktere und Namen und alles Mögliche noch drin steht. Und die Box ist einfach toll. Seht ihr, wie sie glänzt und wie hübsch sie gemacht ist. Und, ah, toll. Liebe auf den ersten Blick, würde ich sagen. So, dann das letzte Bild. Und damit wär's das dann auch. Huh, dann haben wir über eine Stunde auf jeden Fall locker. Und das ist nochmal quasi ein Rundumschwung meiner. Ich habe jetzt sonst keine anderen gefunden, vielleicht habe ich noch welche gerade, aber das ist so ein Rundumschwung meiner absoluten Lieblings-One-Shot-Manga. Von links nach rechts. Can You Hear Me? Ein sehr schöner Mystery-Manga, der echt so einen What the Fuck-Moment am Ende hat. Richtig, richtig nice. Precious Lies. Der einfach nur irgendwie in seinem Aufbau und in der Art und in dem in Anführungsstrichen Plot-Twist interessant ist, cool ist. Und ja, das Cover wirkt, ich sag mal, extremer vielleicht sogar, als es ist. Aber so dieses, so dieser, also ich könnte mir Precious Lies tatsächlich im realen Leben vorstellen, was da drin passiert. Und das ist auch quasi so ein bisschen auf so einer wahren Begebenheit, in Anführungsstrichen, irgendwo bestimmt mal basiert, weil die Charaktere relativ nah am realistischen sind von ihrer Art. Und wenn man diese, ich sag mal, diese, die Erfahrung, die mancher Charakter da drin erfahren hat, es ist ein bestimmtes Krankheitsbild, was da thematisiert wird. Und ich kenne das, weil ich ja damals das in der Schule gelernt habe, in Psychologie unter anderem. Und dieses Krankheitsbild stimmt eins zu eins. Ist richtig wunderbar durchgeführt und dargestellt. Also der Mangaka, der dafür verantwortlich ist, hat da wirklich seine Hausaufgaben gemacht, was das angeht. So, dann Ruinenmärchen. Das ist eine Sammlung aus mehreren One-Shots, die. Aus mehreren Kurzgeschichten wollte ich sagen. Von der Zeichnerin von Adekan. Und dieser One-Shot ist unglaublich geil. Hammertoll gezeichnet. Tolle, schöne, märchenhafte Geschichten. Mit manchen Twists da drin. Richtig schön. Und zum Abschluss My Santa Forever oder Itsutatte My Santa. Ein wirklich schöner Hardcover Edition One-Shot, der wirklich klein ist und fein ist und dadurch irgendwie besonders hervorsticht, weil er einfach anders ist. Wenig Seiten, trotzdem Hardcover, trotzdem sehr viel Mühe gegeben, hat zwar den gleichen Preis gehabt damals wie ein normaler Manga, der wirklich mehr zu bieten hat, aber als Ken Akamatsu-Fan konnte ich mir das natürlich nicht nehmen und es ist eine schöne kleine Geschichte und es ist einfach toll, wie es aussieht und wie es gemacht wurde. So, dann hoffe ich, dass ich euch jetzt mal mehr als genug zugeschwallt habe. Das wird für mich, ja, das wird für mich diesmal eine ziemlich große Arbeit. Deswegen erwartet es vielleicht nicht sofort jetzt in dieser Woche. Ich werde mich bemühen, aber ich kann es nicht versprechen. Aber in diesem Sinne, gehabt euch wohl. Danke fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn ihr meine Fragen beantworten könntet, die ich im Laufe der Zeit gestellt habe, dann wäre ich euch dafür sehr dankbar. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer. Und gehabt euch wohl. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Mitmachen. Sorry nochmal wegen der, naja, wegen dem Unverständlichen. Das nächste Mal werde ich die Timeline, sage ich schon, die Deadline ein bisschen offensichtlicher legen, sodass es auch wie wirklich jeder versteht. So, das, aber seid froh, ihr seid alle drin. Deswegen hat es auch doppelt und dreifach so lange gedauert. Und ich bin jetzt ruhig. Ich bin René von der Maison Manga. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Und ich sage, ciao. Bye bye.